So, das sind einfach so mal die Grundkorrekturen im Schritt. Und ich sag mal, bevor das nicht gut geht, wird es auch in der schnelleren Gangart nicht besser. So, die Sauberkeit der ganzen Manöver kommt immer vor Schnelligkeit. Das heißt, wenn ich merke, im Schritt fällt es denen schon schwer, natürlich kann ich die Übung auch im Trab machen, ich möchte ja besser werden. Aber im Schritt, diese Schrittarbeit ist auch unheimlich wichtig, dass das im Schritt auch schon alles sitzt. Ich habe auch viele Pferde, die machen das gut im Trab, aber im Schritt ist das irgendwie nichts. Also gerade so Schrittarbeit, ich lege viel Wert drauf, auch im Schritt zu arbeiten und nicht nur im Schritt warm und trocken zu reiten. Genau. Im Trab ist das dann dasselbe. Ich halte mich jetzt einfach nochmal an die Raute, einfach an diese Basissache, dass ich einfach hier von Pylone zu Pylone trabe, immer die Schulter mitnehme. Wieder gerade. Ganz wichtig ist eben auch dieses Überprüfen nach dem Lenken. Bleibt mein Pferd danach gerade oder fängt es an so zu schwimmen? Ich möchte immer ein stabiles Pferd haben, auch wenn ich lenke, wenn ich danach gerade gehe, soll er einfach gerade gehen, ohne dass er anfängt zu schwimmen.